Du liebst deinen Job? Herzlichen Glückwunsch, denn du kannst jetzt direkt wieder abschalten. Für alle anderen Rubrik anders denken, denn es ist Sonntag. Die Arbeit, ein Job ohne Wert gegen Geld. In maximal 15 Sekunden geht's los. Bleib dran. Hallo alle anderen. Und auch die, die ihren Job lieben, aber sich denken, naja, die Zukunft kommt ja manchmal schneller als uns lieb ist. Und wir hören uns doch lieber mal an, was Coach Nils zu diesem Thema zu sagen hat. In 6 Punkten fasse ich das Thema zusammen und ich würde sagen, wir starten. Wenn ihr euren Job nicht liebt oder zumindest ein kleines bisschen gerne macht oder euer Job euer Luxusleben finanziert und ihr dieses Leben einfach partout nicht aufgeben wollt, dann gehört ihr wahrscheinlich eher zu den Menschen, die am Montagmorgen um 8 Uhr schon an Freitag 17 Uhr Feierabend denken, wenn denn sie endlich dann den Kugelschreiber fallen lassen können und denen dann samstags das Frühstücksei nicht mehr schmeckt, weil sie anfangen an Montag zu denken. Ihr seid nicht allein. 2 Drittel der Deutschen hassen ihren Job bzw. wollen ihren Job eigentlich an den Nagel hängen. Eigentlich. Die Gründe, warum die Menschen das dann nicht tun, ist dann nicht eventuell die Unsicherheit am Arbeitsmarkt oder Faulheit, sondern Selbstzweifel. Selbstzweifel am Arbeitsmarkt oder in der neuen Stelle eventuell nicht bestehen zu können. Oder auch, dass wir es bereuen, die Komfortzone überhaupt erst verlassen zu haben und aus Angst zu scheitern gar nicht erst kündigen. Da verbringen wir doch lieber 2 Drittel des täglichen Wachzustandes motivationslos hinter dem Schreibtisch und das nur, weil wir die Komfortzone nicht verlassen wollen? Motivationslos scheiße arbeiten bis zur Kündigung mit miesem Zeugnis oder ausbrennen bis zum Burnout. Wenn wir allerdings lieben, was wir tun, dann tun wir das zu 110%. Ich spreche da aus eigener persönlicher Erfahrung, da auch der heutige Tag wieder so gegen 19, 20 Uhr enden wird und dann 12, 13, 14 Stunden lang gewesen ist. Tut mir das weh? Nein. Gucke ich auf die Uhr? Nein. Bin ich gestresst? Nein. Macht mir das Spaß? Ja, auf jeden Fall. Wenn unser einziges Problem das ist, dass wir Angst davor haben, im neuen Job zu scheitern, dann lasst uns doch mal überlegen, wie haben wir denn im jetzigen Job vor vielen Jahren angefangen? Wir haben bei null angefangen und sind heute in der Lage, Menschen, die bei null anfangen, zu zeigen, wie dieser Job funktioniert, oder? Und wenn das einmal funktioniert hat, glaubst du nicht, dass das noch ein zweites Mal funktioniert? Ich persönlich denke, dass es das tut. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, aus der Komfortzone zu treten und es zu tun. Wenn wir allerdings den Job nicht kündigen aus finanziellen Gründen, wegen der Sicherheit oder und auch wegen der Perspektive, aber den anderen Menschen auf den Sack gehen, dann ist die Lösung folgende: alles so lassen und einfach mal die Fresse halten. Okay, zugegeben, diese Lösung ist jetzt nicht wirklich konstruktiv und Coach Nils steht dann schon für konstruktive Vorschläge. Daher wäre die Lösung eher darin zu sehen, zu überlegen, was machen wir gerne, welche Hobbys haben wir, was macht uns wirklich richtig Spaß, wofür brennen wir in der Freizeit und lässt sich aus dem, was wir wirklich richtig gerne machen in der Freizeit, etwas basteln, das ein Job ist. Und wenn wir in dem, was wir gerne tun oder sogar in uns brennt und uns die Zeit vergessen lässt, etwas finden, aus dem sich ein Job basteln lässt, dann müssen wir das ja nicht von jetzt auf gleich tun. Wir müssen ja nicht alles stehen und liegen lassen, um aus dieser fixen Idee, die ja im Moment noch eine fixe Idee ist, einen Job zu basteln. Wir können zum Beispiel, wenn es diesen Job eventuell sogar schon gibt, Personen, die diesen Job machen, fragen, wie sie in diesen Job reingewachsen sind. Was haben sie getan, um das zu tun, was sie da jetzt tun? Wir informieren uns über die finanziellen Möglichkeiten. Wir machen ein Praktikum, probieren das Ganze in der Praxis aus, ob das in der Praxis noch genauso geil ist, wie es in der Vorstellung, in der Theorie gewesen ist.
Und wenn es in der Praxis noch genauso brennt und noch genauso geil ist wie in der Theorie, worauf warten wir dann noch? Starten wir mit einem Nebenjob, reduzieren wir nach und nach den Hauptjob und wachsen mit den Aufgaben. Denn für uns kann es kaum etwas Geileres geben, als des Abends mit einem Lächeln im Gesicht ins Bett zu gehen und des Morgens vor dem Wecker wach zu werden und ohne 5-mal Snooze-Button zu drücken, aufzustehen und das mit einem Krampf im Gesicht. Und das einfach nur, weil wir den Hauptteil des Tages mit etwas verbringen, das uns richtig, richtig Spaß macht und Freude bringt. Und die Arbeit ein Job mit Wert ist und wir sogar da noch Geld für kriegen. Ist das nicht geil? Die Möglichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Wir müssen einfach nur aus der Komfortzone treten und es einfach mal tun. Eventuell ist das Tun nicht unbedingt einfach, aber lieber schwierig etwas tun, als es einfach sein zu lassen. Das war die Arbeit, ein Job ohne Wert gegen Geld. Und ich hoffe, dass für den einen oder anderen von euch die Arbeit jetzt ein Job mit Wert wird und das Geld nicht mehr an erster Stelle stehen wird. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zusehen, Dankeschön für ein Abo und Dankeschön für ein Like. Lob, Anregungen, Fragen entweder hier in den Kommentaren oder auf meinem Telegram-Kanal. Da gibt es einen Zweitkanal, der nennt sich Fragen fragen. Da könnt ihr Fragen fragen. Diese Fragen werden dann mittwochs abends um 19.30 Uhr in einem Livestream beantwortet. Sämtliche Links findet ihr hier in der Infobox in der Beschreibung. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns und hören uns dann im nächsten Video. Adios!